auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Tobi, es war ein umkämpftes Spiel. Knapper Sieg, wichtiger Sieg. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja, also ganz klar, es war ein umkämpftes Spiel. Ich sag mal, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Hätten beide gewinnen können. Wir haben es gewonnen. Wie gesagt, war dann im Endeffekt auch ein bisschen Glück dabei. Waren Chancen auf beiden Seiten und uns freut es dann am Ende. Und im Endeffekt ist dann auch egal. Ja. Habt ihr heute das auf den Platz bringen können, was ihr euch vorgenommen habt? Nicht ganz. Also man hat gemerkt, wir wollten viel mehr die Räume nutzen, Ballbesitz ausspielen. Auf dem Platz war es dann nicht ganz so einfach, weil das sehr holprig war. Deswegen gab es dann auch viel Zweikämpfe, viel lange Bälle. Und es war dann einfach ein umkämpftes Spiel. Und das haben wir dann angenommen und sind dann als Sieger vom Platz. Ja. Glückwunsch jetzt zur Tabellenführung. Ihr habt ja einen richtig guten Saisonstart hingelegt. Entspricht das eurem Anspruch oder wie siehst du es? Kann man jetzt sagen, entspricht es unserem Anspruch. Wir wollen einfach guten Fußball mit positiven Ergebnissen für uns erzielen. Jetzt läuft es super, deswegen kann man sagen, entspricht unserem Anspruch. Ja. Jetzt haben wir sechs Spiele gespielt, fünf Siege, ein Unentschieden. Und was uns halt einfach auszeichnet, die defensive Stabilität. Wir haben jetzt in sechs Spielen zwei Gegentore bekommen und wir sind einfach auf einem guten Weg. Ja. Nächster Gegner, SV Links, Aufsteiger. Besteht die Gefahr, den Gegner zu unterschätzen? Nee, unterschätzen nicht. Wir haben am Kaiserstuhlcup bei uns in Barling schon gegen Links gespielt. Wir kennen die Stärken von Links. Also Links hat auch letztes Jahr den Pokal gewonnen, war dann im DFB-Pokal. Deswegen, wir unterschätzen keinen Gegner, auch nicht den SV Links. Wir arbeiten jetzt einfach die nächsten zwei Tage weiterhin auf dieses Spiel und voll fokussiert. Und dann schauen wir, was dabei rumkommt. Ja. Tobi, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.